Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen des Museums für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Die Frage stellt sich ja, warum organisiert ein Museum eine solche Diskussion? Ziel des Museums ist es, das historische Wissen und die historischen Diskussionen in die aktuelle Diskussion einzubringen, um zu einer wirklichen Selbstbestimmung auch in den intimsten Lebensbereichen wie der Sexualität und Fruchtbarkeit beizutragen. Vor etwa 10 Jahren habe ich das erste Mal gehört, dass das Strafgesetz zum Schwangerschaftsabbruch in Kanada bereits 1988, also fast vor einer Generation, ersatzlos gestrichen wurde. Die Streichung des Strafgesetzes ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gute Versorgung in der reproduktiven Gesundheit, aber gleichzeitig ist es natürlich nur eine von vielen Maßnahmen. Was es braucht, ist ein richtiges Maßnahmenpaket, aber es braucht auch Kostenübernahme von Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, eine Verbesserung der Prävention. Ich wollte zuerst ein Zitat von Johanna Donal aus dem Jahr 2009 vorlesen. Sie sagte damals, ganz unemotional betrachtet muss man sagen, die Debatte um die Fristenlösung wird leider nie aufhören, weil die Bestimmung über den Körper der Frau noch immer eine Machtfrage geblieben ist. Früher war es der berühmte Paragraph 144, mit dem meine Generation aufgewachsen ist. Mittlerweile heißt er Paragraph 96. Und der Paragraph lautet wie folgt. Eine Frau, die den Abbruch ihrer Schwangerschaft selbst vornimmt oder durch einen anderen zulässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Das muss man sich im 21. Jahrhundert einmal vorstellen. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie in Österreich und die Gesetze werden heute immer noch von der Mehrheit im Parlament gemacht. Das heißt, wir müssen in die Parteien hineinarbeiten. Es hat sich natürlich auch die medizinische Methode und Möglichkeiten entwickelt. Die Abtreibungspille ist so sicher, es ist sicher wie Viagra. Dem Risiko ist sehr klein, dass etwas falsch geht. Es ist wie eine spontane Abtreibung. Und ich glaube, dass die Pille sollte in dem Apothek für die Frauen beschickbar sein. Ja, das frage ich gleich Frau Oberkofler, wenn man diese Pille quasi nicht mit Aufsicht eines Arztes nimmt und quasi sich selbst besorgt, würde ich sozusagen in Gefahr kommen, dass ich eine einjährige Haftstrafe zu verbüßen habe. Ist das so? Also es ist ja so, dass im Moment die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs nur dann besteht, wenn ich den Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 3 Monate nach entsprechender ärztlicher Beratung durch einen Arzt vornehmen lasse. Also wenn ich mir an mir selber den Schwangerschaftsabbruch vornehme, so ist das strafbar. In Kanada ist der Schwangerschaftsabbruch quasi straffrei. Es ist der Fall, dass es überhaupt keine Regelung im Strafgesetz gibt bei uns. Also das Wort Abtreibung oder Abbruch oder so kommt einfach in unserem Strafgesetz nicht vor. Es ist kein Straftatbestand, in irgendeiner Form eine Schwangerschaft abzubrechen. Die Erfahrung ist, dass es die Zahl der Abbrüche nicht wirklich beeinflusst. Aber es ist nicht der Fall, dass die Entkriminalisierung zu mehr Abbrüchen geführt hat oder zu späteren Abbrüchen geführt hat. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt ja auch diese entwürdigenden Side-Effekte der österreichischen Gesetzessituation, dass Spitäler keinen Abbruch tätigen müssen und jeder Arzt das verweigern kann. Warum ist denn das bei uns so, dass die Versorgung so schlecht ist und was könnte man denn da entscheidend ändern? Die kurze Antwort ist, weil wir ein katholisches Land sind. Dieses scheinbar tote Gesetz hat hinter den Kulissen auf einer strukturellen Ebene massive Auswirkungen. Das Schwangerschaftsabbruch wird in der Ausbildung, Ärzteausbildung nicht unterrichtet. Es gibt viele katholische Träger von Krankenhäusern, viele Landesträger oder Stadtträger sind in ÖVP-dominierten Regionen und das führt zu diesem Tabu. Und die offizielle Begründung ist dann immer auch, naja, weil es ist ja eine Straftatbestand. Ich würde auch sagen, Kirche und Staat wollen halt noch immer die Kontrolle über die Reproduktionsfähigkeit der Frauen haben und deren Körper, indem man Frauen verängstigt, indem man sie in Schuldkonflikte stürzt, indem man finanzielle Hürden aufbaut.
und letztlich auch dafür sorgt, dass Frauen ihre Selbstbestimmung über ihren Körper nicht wirklich selbstbewusst ausüben können und eine freie, gut informierte und selbstbewusste Entscheidung treffen können. Und das muss unser Ziel sein. Man könnte die Krankenhäuser verpflichten und man kann natürlich auch die Kostenübernahme durch die Krankenkassen einführen. Die Frage ist, wie schafft man den Weg dorthin? Also das ist so der Hauptdiskurs, der in der Partei geführt wird. Junge Leute sind mit der Problematik, die damit einhergeht, einfach nicht mehr so befasst. Also die setzen sich damit nicht auseinander. Es gibt quasi keinen objektiven Leidensdruck. Also was mir hier auffällt auf diese Diskussion ist, was ist so revolutionär von dem Abtreibungspiller? Ist, dass Frauen das selbst machen können. Ja. Dass die Politik nichts mehr darüber zu sagen hat und die Ärzte auch nicht mehr. So, ich glaube, dass ich hätte mir abgefragt, Anja, wann hier nun alle Frauen, die hier sein, nun eine publique Aktion machen. So, wenn Sie 100 Frauen mobilisieren, dann schickt immer nun Web die Pille vor der ersten Mal nach Österreich, okay? Bravo! Was denkst du, würde das eine Konsequenz haben oder nicht? Die Frage ist dann immer, ob das Gesetz so schnell geändert wird, dass diese Frauen straffrei gehen, ja, ob dann der Druck der Zivilgesellschaft so groß wird auf die im Parlament sitzenden Parteien, dass es hier tatsächlich zu einer Änderung kommt. Und deshalb bin ich der Meinung, es ist Zeit, eine neue Initiative zu starten, eben raus mit dem Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch und nicht immer gleich die Sorge zu haben, ja, aber dann könnte es zu einer Verschärfung kommen. Interessant ist ja schon der Begriff Fristenlösung, ne? Das ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Wie man aus der kanadischen Erfahrung sehen kann. Und wie so oft, wenn Lösungen für was angeboten werden, wo es eigentlich gar kein Problem gibt, füllen sich dann in der Fantasie der Menschen die Probleme nach. Um nochmal aus der kanadischen Erfahrung, wie wir zu dem Gesetz kamen, was wir jetzt haben, oder dem Nicht-Gesetz, musste unser oberstes Gericht mit der Frage sich beschäftigen, ist es denn verteidigbar, dass der Staat einer Frau eine sichere medizinische Behandlung untersagt, ohne ihre eigenen lebensplanerischen Aspirationen dabei zu bedenken? Ist das etwas, was der Staat rechtfertigen kann als Eingriff in ihre bürgerlichen Freiheitsrechte? Und unser Gericht ist letztlich zu dem Schluss gekommen, dass das nicht verteidigbar ist. Und ich glaube, dass das kanadische Beispiel nützlich ist, zu beantworten die Frage, treiben Frauen dann mehr ab, treiben Frauen später ab, treiben Frauen auf dem Weg zur Geburt im Krankenwagen ab? Und die Antwort auf diese Fragen ist nein. Wie sieht denn da so Ihre Statistik aus? Naja, diese Frage nach Statistiken und Zahlen und Motivationen, die ist so alt wie das Gesetz. Wir haben keine Meldedaten in Österreich aus einem ganz einfachen Grund, weil wir das einzige Land sind in Westeuropa, wo der Abbruch nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Und das Problem ist nicht, dass wir nicht wüssten, was wir bräuchten, sondern dass das politisch nicht durchsetzbar ist. Die Technologie überholt uns möglicherweise in der juristischen Diskussion. Es gibt heute eine Abtreibungspille, genau genommen gibt es zwei und die sind extrem sicher, extrem wirksam und die eine davon gibt es in Österreich in jeder Apotheke, kann sich jeder verschreiben und allenfalls auch ohne Rezept kaufen und das selber machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen das immer, dass das ideal ist, wenn Frauen das zu Hause machen, überhaupt nicht ideal. Wir wollen ja einen hohen medizinischen Standard und sind auch froh für das System und ich glaube, dass hier Ärzte schon eine Rolle spielen und wir sehen das jeden Tag. Aber die Frage ist, muss man das unbedingt mit einem Jahr Gefängnis bedrohen? Hat es eine technologische, medizinische Entwicklung gegeben, die uns jetzt erlaubt, neu zu argumentieren? Und das sehe ich schon. Natürlich, ja. Wo man sagt, hey, der 96er ist eigentlich obsolet. Ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig, dass, und es sind sehr viele gutwillige Frauen hier im Saal, dass wir anfangen zu sagen, was können wir gemeinsam machen? Wie können wir gemeinsam vorgehen? Und wo geht es gemeinsam weiter?
Ich glaube auch, dass es ganz wichtig wäre, dass sich die fortschrittlichen Kräfte, die in den Institutionen, also in den Parteien, im Parlament, einerseits sich für den Schwangerschaftsabbruch stark machen, sich viel stärker und viel aktiver vernetzen. Es wäre höchst an der Zeit, dass sich neben jeder Frau, die sich engagiert, auch ein Mann steht, der sagt, und ich stehe daneben, dahinter und überhaupt. Das geht mir eigentlich noch ab. Das war ein tolles Schlusswort. Also wir sind uns, glaube ich, einig. Kampfgeist gehört mobilisiert. Ich bedanke mich sehr herzlich für die rege und leidenschaftliche und analytische und anregende Diskussionsteilnahme. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.